Ist okay. 3, 2, 1. Hallo und willkommen zurück zu Destiny 2. Ja, ich habe meinen PC ein bisschen zurückgesetzt, deswegen ist ja auch ein bisschen was anders. Und ich hoffe, der Lüfter ist jetzt nicht zu laut, weil ich höre ihn selber hier schon. Okay, aber wir werden weitermachen. Letztes Mal haben wir den Dungeon Sog der Habsucht gemacht. Und ich werde mir schnell mal... Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich hole gleich mein Geierhorn. Das habe ich kurz in meinen Tresor gepackt. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, da haben wir auch unser Geierhorn, das ich ja nach dem Dungeon bekommen habe. Ist ziemlich gut, ist noch von Destiny 1, ja, hier mit Ornamenten, aber interessiert uns alles nicht. Wir wollen weitermachen, und zwar in der träumenden Stadt diesmal. Oh, was habe ich denn hier bei der Quest? Was habe ich hier? Hä? Was ist? Ah, irgendwas, keine Ahnung. Naja, hier bei der träumenden Stadt wollen wir. Hier, und zwar erwachen. Warte mal, den Text will ich noch lesen. Die träumende Stadt, die Tore der Höhle sind geöffnet, Tag und Nacht, Ebenen den Abstieg und leicht ist der Weg gemacht. Doch um zurückzukehren und den heiteren Himmel zu sehen, musst du die Schwierigkeiten dieser Aufgaben verstehen. Dridden. Dridden, wer war Dridden nochmal? Ach, das war dieser, war das nicht dieser Wurm? Dieser, nee, das war kein Wurm, das war dieser Drache, das war... Der Erwachendrache. Alter. Keine Ahnung. Gibt's hier irgendwo Lore-Einträge, wo ich das sehen kann? Das wäre schön. Naja, bis gleich. Bevor sie in den Krieg zog, gab mir Königin Mara drei Befehle. Schütze unser Volk. Wahre unsere Geheimnisse. Glaube an den Plan. Ich habe geschützt. Ich habe gewahrt. Ich habe geglaubt. Jetzt will ich antworten. Ich will wissen, was Aldrin in den Wahnsinn trieb. Ich will das Böse vernichten, das die träumende Stadt heimsucht. Und vor allem will ich meine Königin wiedersehen. Ich will wissen, dass sie lebt. Neue Mission. Triff dich mit Petra. Ja, das alles spielt natürlich nach... Etwas im Wachturm zog Aldrin an. Petra kam hierher, um Antworten zu finden. Und sie hat dich gebeten, ihr den Rücken frei zu halten. Ich halte dir deinen frei. Finden wir einen guten Aussichtspunkt und dann Petra. Ja, ich sehe gar nichts, Alter. Überall Nebel. Ja, wir sind etwas in der träumenden Stadt. Kannst du mal die Klappe halten? Hier ist Licht, aber auch... Dunkelheit. Du bist der Erwachte. Spürst du etwas? Ja, kann ich jetzt reden. Alles spielt jetzt hier nach der verzeihten Story. Da wurde leider Kate gestorben, Rest in Peace nochmal. Und Aldrin, ja, hat mit dem Brunnen die Wirrbucht eingenommen und wir mussten natürlich Rache machen, weil Aldrin hat ja Kate 6 gekillt. Und ja, wir haben Rache gemacht und so. Und blablabla. Und Aldrin, sein Geist hat ihn wiederbeleben, aber er ist jetzt nicht mehr Aldrin, er ist jetzt Krähe und ein anderer Mensch und er hat schon seine Vergangenheit erfahren, aber jetzt bin ich schon viel zu weit in der Story. Gut. Eigentlich, ich kenne die Story schon auswendig, also ich habe alles schon studiert. Ui, ganz ruhig. Da, Petra. Petras Schiff, folge ihr. Ja, natürlich. Ah, wie die Performance jetzt viel, viel besser ist. Aber der Lüfter jetzt 30 mal lauter ist. Diese Frauen waren einst Erwachte. Geht's denen gut? Gut, die Antwort ist geregelt. Ja,
Schrot ich euch weg. Komm. Komm. Ich bin doch stark. Ich bin der Stark Tower. Aber das ist ultra witzig. Mal mach jetzt das Spiel leiser. So. Warte. Ich guck's auch mal. Aber dieser neue Raketenwerfer, der ist schon cool. Der ist schon echt nice. Der sieht auch mächtig aus. Dieser Raketenwerfer ist auch ein Beweis, dass ich den gemacht habe. Also das ist kein Fake-Video, was ich letztes Mal hochgeladen habe. Könnt ihr mir glauben. Und das wird natürlich auch alles in 4K gemacht. Ja, der Hardrock-Video wurde jetzt nicht auf 4K gemacht, weil ganz einfach ein 40-Minuten-Video, das will ich nicht auf 4K machen, denn da sitze ich noch den ganzen Tag dran, nächstes Mal. Wieso bist du hierher gekommen? Es gibt keinen unpassenderen Ort für dich als das Traumland deiner Feinde. Wer ist Tolan? Also ich kenne jetzt Tolan nicht so ganz. Sagt mir jetzt auch nichts. Oh. Hallo, bist du Tolan? Wer bist du? Okay, reicht doch. Ja. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, da hinten. Und soll ich dein Wächter sein? Ein Wegweiser? Ein Hirte? Nein. Doch, du bist es! Führe mir den Weg. Hier gibt es keine Wegweiser. Dies ist ein Ort der hinterhältigen Königinnen und Fallen. Merke ich. Ist das das Dunkelland? Kommt hier die Darkness? Oder das besessene Land? Die triste Ebene, verlassen und weit. Hort der Trostlosigkeit, vom Licht befreit. Blind wandelst du über den Abgrund, voller Vertrauen für eine freundliche Stimme. Du spielst ihr in die Hände. Wer ist ihr? Verlasse die träumende Stadt so lang. Nein, ich bleibe hier. Sorry, Tolan. Ich habe einen Auftrag von der Königin. Und von Petra. Den werde ich heimsuchen. Ich habe die Forsaken Story selber auch gespielt, aber wie gesagt, die kann man ja leider nicht mehr spielen, weil Bungie ja halt alles mal gleich rausmachen möchte, weil zu viel Platz. Sorry, wir haben nicht so viel Speicher, wir wollen das Spiel nicht so groß machen. Lava mal kein dünnes. Also ich finde, dass das der größte Bullshit ist. So. Ja, die sagen ja irgendwie so, die PS4-Leute und die Xbox-Leute, die haben so Probleme, das Spiel halt dann zu spielen. Dann unterstützt auch nicht mehr diese Plattform. Ich finde, generell, dann lass die außerhalb der Strecke. Okay, wie heißt dieser Spruch? Egal. Auf jeden Fall, lass sie doch links liegen und macht mir den neuen Konsolen weiter. Statt so ein komischer Wumms zu machen und dann die anderen Erweiterungen einfach wegzumachen. Genauso wie die Hauptstory mit Kalos. So, das ist auch so übelst unnötig, einfach alles wieder wegzumachen. Es hat so Spaß gemacht, die ganzen Erweiterungen. Naja. Schade. Schade. Das gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht bei Bungie. Aber letztens haben sie auch ihren größten Instrumentalproduzenten einfach rausgeschmissen. Und generell über 1000 Mitarbeiter einfach rausgeschmissen. Weil hier das Geld. Schmeckt bestimmt. Egal, ich will mich jetzt auch nicht großartig aufregen, weil
Petra ist schon schlimm genug. Wir sind nah dran. Yep. Sind wir. Zack. Zack. Oh, großer Ugi. Hallo. Tschüssi. Ich fühle mich jetzt so mächtig. Ein Raketenwerfer. Ich hoffe, man hört mich auch richtig, weil ich musste alles nochmal neu einstellen, auch beim NVIDIA Broadcast. Genau, habe ich noch nicht alle alle OBS Einstellungen fertig. Zum Beispiel fehlen noch ein paar Layouts und so, aber da bin ich schon auf dem Weg, das einzustellen. Sound ist erstmal das Wichtigste. Oh, die Schrift finde ich schon echt geil. Hab ich ja vom Dungeon bekommen. Genau, meine Ulti wieder einsetzen. Nachladen. Guck mal, das mag ich zum Beispiel am Jäger, dass der mit seiner Rückwärtsrolle einfach nachladen kann. Petra, machst du mal auf? Oder ich muss selber aufmachen. Cousin, du hast es geschafft. Ich bin noch nicht ein Cousin. Ich weiß, was mit Aldrin passiert ist. Ich habe das Böse gesehen. Ich muss es der Königin sagen, sonst sind wir verloren. Bist du hier, schau dir das an. Mara Sov, meine Königin. Bist du da? Kannst du mich hören? Verdammt! Die Kalibrierung sieht gut aus. Das Signal ist stark. Die Opfergabe... Warte. Die Opfergabe fehlt. Die Opfergabe? Das ist ein Orakel. Es kann ohne Opfergabe nichts tun. Vielleicht kann ich es irgendwie umgehen. Wir schauen uns um. Verstanden, ich suche nach der Opfergabe. Kann ich mich nicht selbst opfern? Stell dir das mal vor. Oh. Eingeschränkte Zone. What the fuck? Die explodieren. Da muss ich aufpassen. Snips. Alle weg. Ich mag diese Solarfähigkeiten. Die machen sehr Spaß hier. Und diese Rune, das sind halt einfach nur gefallene, nur halt wahrscheinlich ein bisschen aus Drogen. In unserer Sprache gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss sterben. Schnips. Boah, das will ich auch mal in Real Life machen. Einfach so schnipsen und dann kommt aus mir Feuer raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt ihr jetzt alle her? Hey, 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 ganz ruhig. Wir können das auch anders klären. Oh mein Gott, mein Aim schon wieder. Stimmt doch jetzt. Danke. Opfergabe für das Orakel. Nice. Aktiviere die Orakelmaschine. Kehre zum Observatorium zurück und präsentiere die Opfergabe. Geil. Einmal haben sie Satz richtig gesagt. Satz mit X war wohl nix. Wir haben eine Opfergabe gefunden, Petra. Der Hohn hatte sie. Ich hätte es wissen sollen. Diese rachsüchtigen Diebe. Bring sie her. Na klar, die waren ja auch nicht vor der Haustür. So, bitteschön.
Petra, darf ich dich... Darf ich ein bisschen näher kommen? Nein, Spaß. Petra Vinge. Mara, ihr lebt. Ich bin so... Ich meine... Hoheit. Und ich sehe, du hast den Hüter mitgebracht. Ja. Vergebt mir, euer Gnaden. Aber ich habe Neuigkeiten. Euer Bruder, Prinz Aldrin, ist... Tot. Ich weiß. Natürlich, er. Seine Seele wurde von den Besessenen korrumpiert. Er litt unter Wahnvorstellungen, die meiner Meinung nach ausgelöst wurden durch... Riven. Ja, euer Gnaden. Auch sie wurde zur Besessenen gemacht. Wie auch Kali, Shuro und Cydia. So viele Treuergebene haben sich gegen uns gewandt. Sagt mir, was ich tun soll, eure Hoheit. Bitte. Versammle einen Trupp, Petra. Schicke sie in das Herz der Stadt. Vernichte diese Kreatur und entreiße ihr das Herz. Ich biete die Schätze unseres Reiches als Beute. Öffne die Tore und lass die Hüter kommen. Ich muss gehen, die Schlacht tobt weiter. Lass es mich wissen, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich werde antworten, wenn ich kann. Bleib stark, mein Zorn. Ich glaube an dich. Du hattest recht. Ja. Mara Sov, Königin der Erwachten, lebt. Ich hole mein Schiff. Wir treffen uns, sobald du kannst. Sollte die träumende Stadt nicht geheim sein? Denn jetzt kann jeder Hüter einfach rein und raus. Naja, wenn es so okay ist. Und das ist natürlich auch die Erklärung für den Raid und für die ganzen Strikes und so. Aber die kann ich irgendwie nicht spielen. Ich weiß auch nicht warum. Warte. Was, wenn ich da. Hallo, nerv dich. Was, wenn ich da jetzt drauf. Wieso bin ich jetzt im Menü? Was, wenn ich da drauf drücke? Ach! Ich brauche ja das Forsaken-Paket. Hätte ich ja ganz vergessen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin echt dumm. Nee, da haben wir auch mal die träumende Stadt gesehen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was machen wir denn in der nächsten Folge. Ich glaube, dann fangen wir wirklich mal mit Shadowkeep an. So. Eine rätselhafte Störung. Reise zum Mond und wende an der Seite deiner Hüterkameraden die Rückkehr der Schar ab. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge auf dem Mond ein bisschen was machen und werden mit der Shadowkeep-Story anfangen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.